Da habe ich es doch schon wieder übertrieben, oder? Alles weggesoffen, das ganze Bier, alles ist leer hier schon wieder. 10 von 10. Oh Mann, ihr sagt schon hier, nein, Kollege, du bist voll. Und das stimmt auch. Und deswegen will ich mich erstmal entleeren, und zwar auf dem Klo, indem ich da ein bisschen rein, ja, ein bisschen Alkohol vielleicht vernichte. Nein, wir müssen natürlich ein Epic reinschmeißen. Ich habe diesen Ring hier gefunden, der gar nicht mal so schlecht ist. Dafür hat er aber kein Glück. Aber andere Stats sind mehr. So, wir haben Aura 3 und wir müssen noch was reinschmeißen. Und ich würde mal sagen, dass wir nun die. Obwohl, ich glaube, ich behalte erstmal diese Klopapierrolle. Toilettenpapier, weil die ist, glaube ich, ziemlich gut. Obwohl, die könnte ich eigentlich hier hinhängen, oder? Die ist nämlich bestimmt ziemlich gut gegen Endgegner im Dungeon. Naja. Ich muss leider, glaube ich, diese Waffe wegschmeißen. Ich will es nicht. Es ist so eine geile Waffe. Sieht so geil aus. Aber ich muss sie jetzt wegschmeißen. Oh Mann, oh Mann. Tut mir leid, Waffe. Ich würde die gerne malen, aber es ist genauso wie schon mit den Leisetretern. Tschüss. Und weg sind sie. 200, das heißt, wir können morgen spülen und hoffentlich bei so vielen Epics, die ich reingeschmissen habe, dass ich auch wieder ein Epic rausbekomme. So, der letzte Dungeon-Besuch war ja sehr erfolgreich. So, was haben wir denn jetzt hier für Gegner? Das ist ein Stärke, ne, Geschickgegner. Und was war das für einer? Das war ein Stärkegegner, glaube ich. Egal, wir müssen erstmal skillen hier. Ich ziehe mal das hier alles hier ein bisschen weiter nach vorne, damit ich hier Platz habe. Nur einen hier frei, egal. Und ich skill, denn ich habe ja schon, wie schon gesagt, gespendet für die Gilde. Und tut mir leid, mein Hals, der versagt schon wieder. Ich werde krank, immer noch. Was brauchen wir denn? Glück haben wir. Wir haben ziemlich viel Glück, fällt mir gerade so auf. Das ist wegen dieser alle Attribute Epic. Aber die Ausdauer, Mann, ey. Und die ist so teuer zu pushen. So, dann drücken wir das noch ein bisschen hoch hier. Bisschen Int. Obwohl Stärke gerade ziemlich wichtig ist, weil das ein Stärkegegner ist. Und den Rest noch hier rein. Und nun haben wir nur noch 500. So, nur noch 64, alles weggehauen, das ist immer ziemlich gut. Und nun können wir mal an den Dungeon vorbeischauen. Oh, die Gilde ist auch wieder. Endlich zu Hause, sagt der eine. MC Weinschrank. Dungeon. Und zwar wollte ich mal diesen Kollegen jetzt hier testen, ob der jetzt möglich ist. Oh ja, ich habe mir ein paar neue Pilze gekauft. Musste ja sein, meine waren ja fast weg. Es ging nicht anders. So, jetzt schauen wir mal. Ich schaue mal so ein Try an. Was hat er denn? Er hat 3400 Geschick, etwas mehr wie ich. Oh Gott, ich mache ja gar keinen Schaden. Er hat alles mehr wie ich. Das spielt hart. Der ist drin, aber mit sehr vielen Pilzen sind drin. Mal gucken, was ist mit dem hier? Oh, der ist down! Was du alle, wie schaffe ich den denn jetzt? Wie hab ich das? Das war ja mehr Glück als Verstand, oder? Also ich bin ja gerade ziemlich überrascht, dass ich den jetzt schaffe hier. Uiuiui, 129. So, dann verkaufen wir diese Kette hier. Ich brauche keine In-Kette. Nichts für mich. Und was ist der nächste für einer? Ein Geschickgegner mit 3300. Der ist ja fast genauso wie der andere, ne? Oh. Ja. Oh, wieder so ein knapper Try. Das war. Ob wir wieder das Sold erfüllen und zwei Dungeons schaffen pro Tag? Oh Gott. Oh Gott, nein. Was ist das denn schon wieder so knapp? Immer so ein Ausweichspiel. Aber ich will jetzt nicht. Ich hab jetzt wieder Pilze gekauft und ich will jetzt nicht wieder alle raushauen. Mann, ey. Nee, das ist kostet viel Pilze. Mal gucken, noch den hier. Ob der vielleicht mehr drin ist. Aber der hat fast genau die gleichen Stats wie der andere. Deswegen sieht man schon, dass das wird nichts. Das ist wieder so ein knapper Try. Aber es sind eigentlich die Glückstries und auf die kann man halt nicht. Ne, das bringt nichts. Das hat so keinen Sinn. Machen wir lieber einen Kampf in der Ehrenhalle. Wir sind Rang 290. Oh, und greifen mal den hier an. Der ist etwas unter uns. Und gewinne natürlich. Und das Sammelalbum hüpft ja. Gepflegt sieht anders aus, ich weiß. Alles verbraucht, die ganze Abenteuerlust, Klo auch schon geschmissen, die Dungeon schaffen wir nicht. Komm, ein Try, dann schaffen wir den. Oh, der sah gar nicht so schlecht aus. Oh, doch nicht. Ja, ich warte lieber. Das ist noch nicht drin. Ich könnte auch. Ich habe noch gar nicht im Laden hier geguckt, ob ich noch ein paar neue Items finde. Womit ich das vielleicht dann schaffen könnte. Das ist schon mal nichts. Zauberladen. Oh. 253 gegen 252.
Ah, ob sich der eine jetzt hier lohnt, ich glaube irgendwie nicht. Hier ist noch ein Trank. Ich habe nicht genug Gold für den Trank. Wollen die mich denn hier verarschen? Wie viel kostet der denn? 14.000. Ich habe nur 12.000. Mann, ey. Ja, da muss ich jetzt schon mal Stadtwache für eine Stunde anstellen, damit ich die mir danach kaufen kann. Das ist ja blöd. Obwohl, wie viel bekomme ich für eine Stunde? 3.000? Ja, das reicht. Ich will mir den auch kaufen. So, Gilde, werden wir mal wieder angegriffen von den Kollegen hier. Aber das soll ja kein Problem sein. Ja, wir greifen sie an, okay. Wir sind ja nichts. Wir sind unter falscher Flagge Rang 15. Rang 1, Pandora immer noch. Mit ihren übertriebenen Leuten hier alle. Rang 5. Wir können ja mal hier gucken. Rang 1, wer ist denn das? Pandora alles hier. Fast 169 hier der Kollege. Was hat denn der für Items? Epics? Nein, doch. 99 Dungeon-Tage. Ich habe 83. Der hat 99, ich habe 83. Oh, ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber man sieht schon, mein Level, das wird schon alles besser. Das steigt schon alles. Ist ja klar, dass es steigt. Dass ich durchgehend meine 300 Abenteuerlust mache. Habe jetzt ziemlich viele Dungeons geschafft. Und wenn ich noch etwas Geschick hätte, könnte ich auf jeden Fall noch den Kollegen da packen. Aber ich will jetzt nicht blättern hier für die Items. Da warte ich lieber noch ab. Vielleicht kann ich mit Skillen das Ganze raushauen. Oder soll ich jetzt blättern und mir noch ein. Was haben. Ich brauche Geschick. Wo haben wir denn Geschick? Soll ich mal die Glücks. Ich ziehe jetzt einmal die Toilettending hier an, dieses Papier. Das bringt mir auf jeden Fall Glück. Und dann kriege ich ihn einfach weg. Oder auch nicht. Ich kann es auch nicht sein lassen. Ne? Ich muss meine ganzen Pilze immer raushauen. Mann, ey. Ich mache die Firma hier noch reich. Boah. Leute, schon wieder so ein verflucht knapper Try. Warum tut mir dieses Spiel das hier an? Nein, es funktioniert so nicht. Es geht nicht. Das ist zu knapp. So, jetzt muss ich die Stadtwache wieder erneuern. Ja, es war dumm, wieder Pilze rausgehauen. Ich bin doof. Und ja. Und zu Server 23 schreiben mir immer noch Leute. Wie gesagt, das Forum wird bald eröffnet. Dazu kommt dann ein extra Video. Dort dann bitte die Anmeldung. So, was noch? Was wollte ich noch klären? Ich glaube eigentlich nichts. Ach ja, ich habe ein anderes Projekt zurzeit auch noch am Start, Dishonored. Könnt ihr auch mal reinschauen, wenn ihr wollt. Und das war's eigentlich. Sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr zu bereden. Server 5 Video wird auch noch erscheinen. Und ja, das war's. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dieses Video einen Daumen nach oben geben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.